Gemeinsam sind wir stärker. Alte Weisheiten mit neuen Ideen. Der Maiempfang der IHK Memmingen-Unterallgäu zusammen mit der IHK Bodensee-Oberschwaben sollte demonstrieren, die Grenzregion entlang der A96 ist ein starker Wirtschaftsstandort. Eine Studie habe belegt, so die Verantwortlichen in der Memminger Stadthalle, die Landesgrenze sei nichts Trennendes mehr, eher etwas Verbindendes. Das führt uns zusammen, das zeigt, dass wir in Gemeinschaft eine hohe Verbindung haben. Und die Studie hat zum Beispiel auch gezeigt, dass es große Pendlerströme gibt zwischen dem westlichen Teil der Iller und dem östlichen, in dem wir uns hier befinden. Da die Autobahn in Bayern endet und in Bayern anfängt, Memmingen-Lindau, wenn wir in Württemberg mittendrin sind, müssen wir um alles in der Welt versuchen, die Region zu stärken. Unabhängig ob Memmingen, Bayern oder Lindau oder Württemberg. Einfach, wir sind gut, wir können uns bundesweit messen. Wir haben große Regionen, Stuttgart und München, aber wir sind im Ländervergleich zweifelsohne hier in einer sehr starken Region. Damit das so bleibt, also Allgäu-Schwaben wirtschaftlich weiterhin gegen die Metropolregionen München und Stuttgart ankommt, soll die Zusammenarbeit der beiden IHKs in der Zukunft auch konkret werden. Wir wollen gemeinsame Projekte entwickeln, die insbesondere die Weiterbildung betreffen, Aus- und Weiterbildung, nicht nur von Mitarbeitern, sondern auch der Weiterentwicklung von Unternehmen und Unternehmern bzw. Führungskräften. Es gibt gemeinsame Projekte in der Internationalisierung und es gibt einfach auch das Miteinander, das Austauschen von Erfahrungen. Zweite Botschaft aus Memmingen: Es geht aufwärts, auch wenn die Krise die Stimmung noch immer eintrübt. Auf der einen Seite haben die Unternehmen in der Region sehr gut mit der Krisensituation umgehen können. Und auf der anderen Seite sind sie jetzt auch in der Lage, wieder eine aufkeimende Konjunktur positiv aufzugreifen und vorwärts zu entwickeln. Wenn Sie mich nach der Zukunft fragen, muss ich allerdings sagen, dass wir noch nicht von einer stabilen Wirtschaftssituation sprechen können. Gesprochen wurde gestern Abend auch mit Schweizer Akzent. Walter Anderer von der Greater Zürich Area berichtete von der Metropolregion Zürich. Auch wenn unsere Region ausdrücklich keine Metropolregion ist, gab der Schweizer doch einen Tipp. Nämlich, da wären wir wieder am Anfang, was Sie auch machen, machen Sie es gemeinsam.